Frau Böhmer, am Sonntag, den 7. Juni, ist der UNESCO-Welterbetag zum ersten Mal komplett digital in diesem Jahr. Warum genau feiern wir eigentlich den UNESCO-Welterbetag? Das ist eine mehr als spannende Frage. Der Kerngedanke ist, Welterbe erlebbar zu machen und hinter die Kulissen zu schauen. Das ist doch eine tolle Chance. Und damit kann man sich auch bewusst machen, dass all diese außergewöhnlichen Kultur- und Naturstätten Teil eines weltweiten Netzwerkes sind. Es ist das Erbe der Menschheit. Wenn ich das sage, da stockt mir geradezu der Atem, denn das hat eine solche Dimension und es spiegelt sich darin die Menschheitsgeschichte. Und sie wird im wahrsten Sinne des Wortes für uns durch Welterbestätten begreifbar. Aber es ist nicht nur der Blick zurück, der begeistert, sondern es ist der Blick in die Zukunft. Denn Welterbestätten sind Orte, die uns zeigen, was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können. Und diese spannende Botschaft, die gilt es am Welterbetag zu entdecken. Und warum in diesem Jahr digital? Wir feiern jetzt schon zum 21. Mal den UNESCO-Welterbetag in Deutschland und stets war damit verbunden eine große Eröffnungsfeier. Aber dieses Jahr ist alles anders. Wegen Corona findet der Aktionstag digital statt. Und zwar mit einem ganz besonderen digitalen Angebot. Wir haben eine neue Website eingerichtet, UNESCO-Welterbetag. Und damit können Sie eine Entdeckungsreise starten. Sie können die 46 Welterbestätten in Deutschland erkunden, virtuell. Von der Insel Reichenau im Bodensee über das Gartenreich Dessau-Wörlitz, die Höhlen der Eiszeit auf der Schwäbischen Alb, aber auch die Schlösser und Parks in Potsdam und in Berlin und viele, viele andere Welterbestätten. Und ich glaube, Sie werden begeistert sein von der großen Vielfalt, die Sie dann auch entdecken und spüren. Und mit diesen virtuellen Spaziergängen wollen wir Sie neugierig machen auf das Erbe der Menschheit. Und wir zeigen, auch wenn wir jetzt Abstand halten müssen, Welterbe verbindet. Was genau erwartet uns an dem Tag? Also ich will einmal drei Angebote nennen, die besonders herausragen. Zum einen für Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit zum Experimentieren. Was heißt das? Sie können mit dem Erlebniskoffer Eiszeit dieses ausprobieren. Sie können Bastelanleitungen erfahren und natürlich Ratespiele. Und zweitens sage ich, machen Sie mit bei unserer Fotoaktion. Hashtag Welterbe verbindet. Sie laden ein Foto von sich und Ihrer Welterbestätte auf unserer Webseite hoch. Und in der Tat, ich bin sehr gespannt auf Ihr Welterbefoto. Und drittens erleben Sie die Welterbestätten aus der Vogelperspektive. Mit dem Daily Drohnenflügen, produziert von der Deutschen Welle in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt. Mit diesen innovativen Angeboten können Sie trotz aller Widrigkeiten, mit denen wir zurzeit konfrontiert sind, das faszinierende Welterbe hier in Deutschland entdecken. Heute digital, morgen, so hoffe ich, wieder ganz real und dabei viel Freude. Herzlichen Dank, Frau Böhmer. Das macht Lust auf den Welterbetag am Sonntag, den 7. Juni. Ich hoffe es.